Moin und herzlich willkommen zurück in einer schönen und lustigen Reise in Himmelsrand. Jo, Skyrim mit Millennium Edition, genau. Jo, wir haben kurz Kopfgeld geholt wegen einem Bug, der ein Tablett hier drauf geschossen hat und das Tablett ist dann wieder weg. Ah nein, das haben wir eingesammelt, deshalb haben wir das Kopfgeld. Wir konnten nämlich nicht uns hinsetzen. Das ganze Tablett war leider auf dem Stuhl. Jo. Vielleicht das nächste Mal versuchen auf der Lehne oder auf dem Bein zu klicken. Vielleicht geht's dann. Wo ist hier eine Wache? Hallo? Ist hier jemand völlig ausgestorben? Ja, ich habe jetzt einfach gemerkt, ja, Skyrim ist zwar wirklich ein super Rollenspiel, aber es gibt immer noch ein paar Kritikpunkte, die leider mich auch ein bisschen vom Rollenspiel fernhält. Einfach das riesige Tutorial, es geht so ewig lange. Und ja, sonst einfach, ja, fehlt auch ein bisschen an Dialog. Jetzt hier im Story-Gebäude Nummer 1, also das erste Story-Gebäude, hat schon noch ein bisschen zu reden, aber ihr werdet feststellen, manche NPCs reden einfach gar nicht. Du bist hungrig. Okay, jetzt ist das erste Mal. Gut, es ist leider keine Woche unterwegs. Keine Ahnung, ich glaube hier oben ist eine Woche. Okay, ist auch ein Haus. Hallo? Ist es ein Bug, dass da nicht Wachen geladen werden? Eigentlich ist hier oben immer eine Wache. Okay. Keine Ahnung, vielleicht ist es für die Wachen auch zu spät schon. Schauen wir mal. Es ist jetzt erst 10.22 Uhr, also ich verstehe das jetzt nicht. Wir gehen mal nochmals in die Schmiede. Und uns einfach mal hinlegen. Jetzt noch kurz etwas davor. Genau, wir sind ja der Brian. Und das Leben ist das Leben von Brian. Und ich muss 8 Stunden schlafen. Ja, ist vielleicht noch ein bisschen zu früh. Vielleicht nochmals 2 Stunden mehr oder so. Aber ja, wir haben ja auch nicht verhungern. Ich hoffe, wir sehen uns in Einsamkeit. Okay. Viel Glück. Ja. Du brauchst aus und füllst dich aus. Gut. Sehr gut. Dann eben etwas essen. Ich finde, wir sollten jetzt schon etwas essen, das... Ja, so eine gebratene Fasanenbrust würde ich gerne nehmen. Jetzt schaue ich mal, wie viel das regniert. Das hat irgendwie nicht gerade so viel. Also, hallo? Habe ich das jetzt falsch gelesen? Okay, dann muss ich das Brot nehmen. Gekochtes Rindfleisch, das ist sehr gut. Das würde ich aber gerne noch ein bisschen aufsparen. Für Notfälle. Grüner Apfel ist sehr gut. Es regeneriert sehr, sehr wenig. Bleibt auf der Hut. Also das wird wahrscheinlich schon ein bisschen schwer, als man es vorstellt. Ja, da braucht man viel mehr, als man denkt. Also dann schauen wir mal, ob die irgendwas zu essen haben noch. Wir könnten noch was Brot mitnehmen. Das dürfen wir noch. Lachsbraten. Dann nehmen wir die Kartoffel auch noch mit. Ich denke, wir können genug tragen. Nehmen wir einfach diese Sachen. Schneebären könnte auch noch irgendwie. Genau, und die Sachen, Kaninchen, müssen wir natürlich noch zuerst braten. Hier. Kochtopf. Machen wir doch mal etwas Schönes. Kochen.
In Kochtöpfen kannst du Essen zubereiten, das dir deine Gesundheit wiederherstellt oder andere vorübergehende Effekte hat. Für jedes Rezept sind bestimmte kulinarische Zutaten notwendig, die du in ganz Himmelsland findest. Okay, sehr gut. Sonstiges vergiftet? Nein, das machen wir nicht. Vielleicht ist es... Ja, vielleicht für irgendwie... eine Taktik oder so wichtig. Also wir brauchen Salz, haben wir aber... Das ist nicht gerade jedes. Da brauchen wir noch ein paar Sachen scheinbar. Kaninchenquelle, nein, war das. Machen wollte. So, Kartoffelsuppe, brauchen wir Salz. Also jetzt fehlt uns an Salz. Die Rebellen vergessen gern, dass es das Kaiserreich ist, das den Bund von Himmelsrand fern. Silence, or I kill you. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Lauch! Für den Lauch. Ziegenrad, Holzteller. Ja, der ist jetzt nicht. Knoblauch ist er nicht. Ne. Elfenohr, ich weiß es nicht, aber wir tun jetzt gerade momentan noch nicht Alchemie machen, sonst haben wir dann keinen Platz im Inventar. So, mit ihr rede ich später. Fühlt euch wie zu Hause. Rot nehmen wir damit. Oh, ist geputzt. Fleißig, fleißig. Ja, das junge Mädchen tut putzen. Habe ich auch immer gemacht. War noch sehr jung, konnte den Besen kaum tragen und habe schon sehr gerne geputzt. Habt ihr wirklich okay. einen Drachen gesehen? Getränke sind natürlich nicht. Eine Holzfäller-Axt, ich weiß es nicht, aber ich weiß jetzt glaube ich noch nicht. Trollfett nehmen wir einfach mal mit. Ja, und die anderen Sachen nehme ich nicht. Sind auch unverzaubert. Gut, wir brauchen ja taktisch eigentlich schon. Komisch, dass wir... Ah, wir können es auch bewegen. Aber ich habe eigentlich nicht geklickt, als der Pfeil bewegt wurde. Knoblauch nochmal. Ja, ich nehme es jetzt noch nicht mit. Wir werden zuerst schauen, was wir alles brauchen. Dann nehmen wir es mit. So frei nehmen wir nichts mit. Okay, das Gold können wir auch mitnehmen. Ich glaube, der Amethyst, der ist rot. Das heißt, man muss ihn klauen. Und wenn wir gesehen werden, dann, gut. Ja, sollten wir das nicht mitnehmen. Ja, vielleicht noch ein bisschen erklären, das zuene Auge heißt, man wird nicht gesehen und das offene Auge heißt, wir werden gesehen. Und das Halbzune ist, glaube ich, wenn wir nur gehört werden. So, jetzt schauen wir mal nach einer eine Wache einfach. Das ist ja keine Nachtwache. Weil sich in der Nacht schläft. Okay, da hat es einen Garten. Dann können wir hier... Nehmen wir einfach mal den Kohl mit. Die meisten Nahrung geben. Ja, und den Lauch, weil wir ihn schon haben. Aber Kartoffeln, ich weiß es ja nicht. Ja, komm. Ich bin in Survival-Modus, deshalb müssen wir das alle mitnehmen. Gut, aber eine Wache fehlt leider. Immer noch. Wurden die irgendwie nicht geladen, müssen wir nochmals das Spiel neu starten. Den Spielstand laden. Okay. Da ist noch jemand. Ein Dunkelelf scheinbar. Ob ich euch mit Sven habe reden sehen? Vielleicht nicht. Vielleicht. Ach, egal. Aber ich an eurer Stelle würde mich von ihm fernhalten. Okay. Neu in Flusswald? Wenn ihr Arbeit sucht, dann schaut doch mal beim Hort vorbei. Da ist nichts drin. Kartoffeln haben wir hier auch noch ein paar. Okay, was ist das? Hat sich irgendwas bewegt hinter dem Stein? Krabbe.
Okay. Rauer Wolfsling. Ein Wolfsling. Also es fehlen an Nachtwachen hier. Wachposten hier. Niemand bewacht dieses Dorf. Ja, sollen wir schon gehen? Ich würde jetzt mal empfehlen zu gehen. Da hat es irgendwas. Ah, Fische, okay. Lachs. Lachs, Lachs, Lachs. So, hier hat es auch noch Fische, Angelzubehör. Ohne Angel. Okay, eine Angel gibt es hier. Ohne ausgerüstete Angel. Waffen, Angel. Einfach so und was. Ah, so. Angeln. Drücke während des Angelns aktivieren, um deine Schnur einzuholen. Tust du das, wenn du es einen starken Zug an deine Schnur gibst, dann holst du deinen Fang ein. Ein Kröchen auf der Wasseroberfläche beim Auswerfen deiner Schnur stammt von Fischen in der Nähe. Wenn das Wasser beim Auswerfen deiner Schnur ruhig ist, dann gibt es dort keinen Fisch mehr, der sich fangen lässt. Er ließ ihn nach einem Tag her den Fischer wieder zurück. Okay, ist gut zu wissen. Ja, es kröselt ein bisschen. Okay, und wann müssen wir drücken? Jetzt. Okay, wir müssen mehrmals drücken. Eine Laterne? Habe ich doch schon! Doch die eine mitgenommen. Okay, man kann sonst nichts bewegen. Also keine Kamerasicht irgendwo her. Es hat aber gezogen kurz, aber das war wahrscheinlich zu kurz. Okay. Angeln wird auch, will auch gelernt sein. Jetzt, also es muss wirklich weit nach oben gehen. Begonnen, Angelfreunde. Ein Flusspirsch, okay. Besuche die Fischerei in von Riften, okay. Dann machen wir noch einmal. Damit wir auch genügend haben. Okay, scheinbar sind immer noch Fische. Ja, wir werden jetzt auch nicht den Fluss voll fischen. Oder leer fischen, ja. Voll fischen. Wir fischen den Fluss voll. Okay, dann schauen wir mal kurz, ob die Krabbe auch noch irgendwas. Maustaste. Ich finde Funken irgendwie besser. Vielleicht machen sie auch weniger Schaden, aber eigentlich bei Eisenrüstungen so sollten sie schon genügend Schaden machen. Aber so GT, ich weiß es nicht. Ja, es ist. Die Krabbe ist vielleicht nass und deshalb leidet es wahrscheinlich auch besser. Ein Granatstein, oh wie cool. Krabbenfleisch müssen wir mitnehmen, auch wenn es vielleicht nicht so gut schmeckt. Ja, Schlammkrabbenbeine auch. Ja, und Chitin, das ist der Panzer, also der Panzer ist das Chitin. Ja, und hier haben wir den Wasserfall. Okay, kommen wir nicht so gut durch. Mora. Tapinella. Okay. Ja, vielleicht finden wir ja auch noch einen Shop, also Rifton. Das hört sich gut an. Werden wir sicher dann irgendwann mal finden. Jetzt hier Schilder. Okay. Da ist ein Wolf. Ja, wir sind leider nicht so gut dran. Anschleichen. Okay.
Adam zum guten Glück nicht getroffen. Ja, wir gehen jetzt mal nicht dem Weg entlang. Wir gehen mal hier, wo der Wolf ist, durch. Okay. Vogel? Okay, ist leider zu weit weg. So. Ja, wie wir vielleicht im ersten Part gesehen haben, wir sind Bretone und wir wollen jetzt zuerst mal die coole Magie kennenlernen. Ob wir uns umskillen werden, können wir auch. Also, ja, unsere Fähigkeiten können überall gesteigert werden. Wir müssen einfach die richtigen Nutz auch nutzen. Ja, und wir müssen einfach schauen, dass wir auch genügend essen, weil Ausdauer ist manchmal auch nötig. Okay, leider ist der Blitz wirklich nicht so weit ausführbar. So, da ist wahrscheinlich... Ja, oh, wow, mega geil. Luswald ist das scheinbar. Wir haben gesagt nördlich und ich gehe jetzt nördlich. So, der Ausdauer ist niedrig. Deine Ausdauer ist niedrig, dadurch kannst du nicht mehr sprinten und auch keine mächtigen Angriffe durchführen. Trinke einen Trank oder warte, bis deine Ausdauer wiederhergestellt wird. Okay. Jo. Ist eine Windmühle. Okay. Free Pelagia Hof. Okay. Ja. Oh, da ist ein Ries. Hallo. Naja, das hat sich erledigt. Und das haben wir nicht euch zu verdanken. Ja, seid ihr scheinbar stark. Gut. Ihr seht, sah nicht so aus, als würdet ihr die Hilfe brauchen. Ich habe alles versucht. Der nächste Milchtrinker, der sich ja so sehr angestrengt hat. Ja, hallo, ich bin ja erst gekommen. Nur zu denen, die triumphieren. Und wir Gefährten müssen uns unseren Ruhm immer hart erkämpfen. Ich glaube, das Spiel hat einfach viel zu große Reichweite, wo das triggert. Ich habe versucht, so schnell wie möglich hier hinzukommen, aber ich habe es jetzt nicht direkt gefunden. Ich dachte, es wäre mehr links gewesen, aber gut. Ja. Wer sind die Gefährten? Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Okay. Kann ich euch beitreten? Das entscheide nicht ich. Ihr müsst mit Kodlak Weißmähne oben in Jorvaska reden. Okay, der gut. Alte hat gute Menschenkenntnis. Er schaut einem in die Augen und weiß, was man wert ist. Viel Glück, wenn ihr zu ihm geht. Ja, können wir nochmal reden? Blut in der Luft. Auf uns wartet eine gute Jagd. Auf wessen Seite steht ihr im Krieg? Kodlak meint, wir sollen uns darüber keine Sorgen machen. Ich mache mir Sorgen darüber, dass ein Haufen Schneebären da draußen den Ruhm einsackt, während wir uns raushalten. Aber ich folge dem Alten. Wie immer. Okay, wir sind ausgehungert. Das heißt... Was heißt das, ausgehungert? Also für mich ist das etwas Gefährliches, dann essen wir jetzt gleich mal. Ja. Wir könnten eigentlich das Fleisch so langsam essen. Von... Genau, es ist roh. Lachsfleisch ist auch roh. Lachsbraten. Ich würde jetzt mal einen Lachsbraten vorziehen. Jo, reicht noch nicht, okay. Dann gehen wir doch schon mal nach oben. Nicht, dass ich jetzt dringendst etwas sonst brauche. Also diese schwarzen Flecke da hin. Oh, das ist ein Pferd, okay. Boah. Okay, jetzt sind sie weg. Und irgendwie diese komischen schwarzen
schwarze Flecken im Hintergrund. Jo, ich würde gerne jetzt einfach mal noch ein bisschen vorwärts kommen. Und es ist ja dringend, damit die Wachen dort im Flusswald sind. Okay. Risad. Warmasand, Freund. Womit kann dieser hier euch dienen? Ich habe gehört, dass ihr Freisen Ärger hattet. Es steht alles in dieser Notiz. Okay. Die Satznotiz zu Banditenangriffen hinzugefügt. Ich bin neugierig auf euer Heimatland. Die Kajit kommen aus einem fernen Land namens Elsweyr, das im Norden an Cyrodiil und im Süden an das blau funkelnde Meer angrenzt. Elsweyr ist ein trockenes Wüstenland mit Felsschluchten, in dem stets die Sonne warm hinunterscheint. Es gibt Städte, die so alt sind, dass sie komplett unter dem Wüstensand begraben liegen. Doch genug davon. Ich vermisse meine Heimat sehr. Okay, warum verkauft ihr eure Waren im Himmelsrand? Eine scharfsinnige Frage. Denn wir sind weit weg von zu Hause. Und dies ist ein kaltes, hartes Land. Ein weiser Händler entdeckt stets die besten Gelegenheiten, selbst wenn er dafür weit reisen muss. Und Himmelsrand ist in der Tat eine große Gelegenheit. Die Drachen und der Krieg haben viele der anderen Händler vergrault. Wer jedoch mutig ist, kann hier große Geschäfte machen. Okay, schön, ja. Was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Jo, Gegenstände über dem Trennstich gehören dem Händler. Gegenstände unterhalb des Trennstichs gehören dir. Um einen Gegenstand zu kaufen oder zu verkaufen, wähle ihn aus und drücke E. So, scheinbar ist dieses UI, Sky UI Addon, nicht aktiv. Also, Mod. Oh, Korkwurzelpfeil. Interessant. Das ist ein verzaubertes Eisenschwert. Aha. Bekleidung. Oh, ein Rucksack möchte ich gerne. Wir haben 225 Gold. Wir brauchen... Ja, Schlossknacken brauchen wir nicht. Magie brauchen wir. Das ist zu teuer. Eisenhandschuh. Eisenrüstung. Jäger, Lederrucksack, Magierrucksack. Steigert Magiker um 22. Ist leider ein bisschen zu teuer noch. Illusion. Ich weiß nicht, ob ich Illusionsmager werden möchte. Ich werde auf jeden Fall irgendwas mit Magie schon mal nehmen. Und vielleicht dann auch irgendwas Nahkampf. Ja, das ist verpackt. Auch die Auswahlmöglichkeiten werden manchmal nicht ausgewählt. Einfach rauf und runter gehen. Ja. Briand, der Hofnarr, das sind wir. Also, Eisenschwert, den Langbogen verkaufen wir mal. Und vielleicht sonstiges, den Bärenpelz. Nee. Holzteller, genau. Die haben wir ja beide geklaut. Nein, einen haben wir geklaut, genau. Also den einen haben wir weg. Ja. Ist eben nichts wert, aber wir geben es trotzdem ab. Genau, das Buch werden wir dann irgendwann mal noch lesen. Frostbissgift brauchen wir eigentlich auch nicht. Ist aber etwas wert. So, also genug Geld haben wir. Hier ist eine Angelkarte, es sind drei Angelkarten, okay. Hier haben wir Jugendkleidung oder ja, Kinderkleider. Seensteine, okay. Eine Kinderpuppe, Kuhfell, Pferdefell. Okay, ist jetzt auch nicht gerade.
Wir nehmen jetzt einfach mal den Magier-Rucksack. Sehr wichtig. Pelzrucksack hätten wir ja noch. Der gibt auch nichts weiteren Boni, außer dass wir mehr tragen können. Ja, der hat jetzt nicht so viele Sachen. Was ich gerne nehmen möchte, ist einen Krankheitsheilung vielleicht. Da müssen wir noch ein bisschen sparen, okay. Also, dann werden wir noch irgendwie Geld verdienen. Kann das sein, dass das irgendwie Rauchding sind, oder ist es ein Bug? Okay. Tauchen wir wieder auf. Ja, wir haben ja gesagt, wir gehen eigentlich in die Festung hoch. So. Okay, wir haben Kalt scheinbar. Wir müssen irgendwas nochmal anziehen. Irgendwas müssen wir noch anziehen. Kaiserliche leichte Stiefel sind doch wärmer als ein Fußlappen. Tunika mit Gürtel. Du bist hungrig. Halt! Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Okay, ja, ja. Flusswald bietet den Jarl um Beistand. Ich habe Nachrichten von Hagen über den Drachenangriff. Dann nehmen wir lieber das hier und nicht überreden. Wir sind jetzt noch nicht so gut beim Überreden. Jo. Flusswald ist auch in Gefahr? Ihr kommt wohl besser herein. Ihr findet den Jarl in der Drachenfeste oben auf dem Hügel. Okay, leichter als gedacht. Ich hätte gedacht, wir müssten die untere vielleicht versuchen. Jo, und wie es in Weißlauf weitergeht, erfahrt ihr dann im nächsten Part. Jetzt schon mal speichern. Jo. Sieht aber sehr cool aus und ja. Ich hoffe, wir werden auch ein bisschen Erfolg haben. Weil, ja, es ist jetzt schon viel passiert. Wir wären schon fast gestorben. Ja gut, also dann viel Spaß weiterhin. Und ja, freut mich, dass es euch gefällt. Oder auch nicht so. Einfach mal schreiben, wenn ich etwas besser machen könnte. Und ja, man sieht sich sicher noch. Tschüss.